Jojojo, Gangsters, was geht? Nico hier von NixMox. Heute mit dem Alternate-Build für die 75342, dem Republic Fighter Tank. Und zwar habe ich daraus einen A-Wing gemacht. Drehen wir rum, damit ihr alle Seiten seht. Es bleiben ein paar Teile übrig, aber von der Stabilität her sehr, sehr gut. Also hier sind fast oder gar keine richtig losen Teile dran. Also man kann damit richtig spielen, wenn man das möchte. Natürlich kann man hier noch das Cockpit hochmachen und da kommt hier so ein Klon-Trooper-Kollege von Mace Windu hervor im lila Look. Man könnte, wenn man das möchte, noch ein paar Modifikationen daran vornehmen. Allerdings werden da noch ein paar andere Steine benötigt. Zum Beispiel könnte man hier hinten noch an diese Turbinen, hat man ja noch von dem Republic Fighter Tank Set eins von diesen runden Scheiben, könnte man hier noch mit draufsetzen. Sieht noch ganz cool aus. Bräuchte man halt bloß für die andere Seite auch, dass das identisch aussieht. Dann könnte man noch das Cockpit gegen ein durchsichtiges austauschen. Das ist natürlich auch nicht in dem Set mit drin. Das könnte man sich zum Beispiel klauen, wenn ich jetzt nochmal rübergehe. Ich habe ja noch eine Slave One rumstehen mit Boba Fett. Dem könnten wir jetzt einfach mal hier das Cockpit klauen und das noch mit hier dran setzen. So. Sieht natürlich noch mal ein bisschen cooler aus. Besser wäre es natürlich, wenn man ein Cockpit hat, jetzt habe ich gerade gesagt, dass es recht stabil ist. Allerdings hier unten nicht so sehr. Hier hält das wirklich eigentlich nur an 2 Pins, dieser ganze Bums. Aber an und für sich läuft das. Also jetzt mit dem Zeigen ist hier vorne Bild, dass ich da angefasst habe, aber ansonsten hält das eigentlich recht fest. Genau, Cockpit. Besser wäre es natürlich, wenn man die Ausführung des Cockpits hätte in durchsichtig, weil diese spitz zulaufende Kante wäre natürlich besser, wenn die hier nach unten gehen würde. Also, beziehungsweise wenn man das drehen würde und diesen Mechanismus hier unten hätte. Aber jetzt so für den schnellen Übergang, wäre das. Und was man auch noch machen könnte, ist einfach hier nochmal unten diese, also der A-Wing hat ja hier oben, diese, was weiß ich was das ist, dass es so ein bisschen nach oben geht, wie so eine Art Flügelbums. Eigentlich hat er das auf der Unterseite auch noch. Da könnte man jetzt hier noch 2 Plates machen, vielleicht das wäre besser, wenn man hier noch irgendwie ein längeres Plate hätte. Ich habe jetzt hier bloß ein 4er, vielleicht wäre hier besser ein 6er noch mit reinzumachen. Und dann sind ja in dem Set noch 2 von diesen Teilen übrig, die ich jetzt nicht verbaut habe. Die könnte man dann halt hier unten auch noch dran setzen. Und dann hätte man das noch ein bisschen so. Wirkt, als ob hier unten auch noch ein Ansatz von diesen Flügeln, die senkrecht gestaltet sind. Das könnte man natürlich auf der anderen Seite, oder müsste man auf der anderen Seite auch noch machen. Nachteil wäre natürlich, dass der dann nicht mehr gerade unten aufsteht, sondern so ein bisschen, gut, sieht man jetzt aus der Perspektive recht schlecht. Was natürlich auch noch mit dabei ist, ist der Mechanismus zum Schießen. Ist ja mit eingebaut. Man hat hier noch eine Bordkanone angetäuscht, aber der wirkliche Satzschütter,
Ich bin mir schon wieder unsicher, wie diese Geschosse heißen. Haben wir auf jeden Fall auf jeder Seite eins und können da rumballern. Genau, das mache ich nochmal fix ab, damit er hier in Ruhe nochmal zur Ansicht rumstehen kann. Na, machen wir es so. Ja, hier und hinten scheint noch ein grünes Plate durch, das könnte man vielleicht noch ersetzen mit einem roten Teil, wenn man das noch irgendwo übrig hat. Aber ja, das war's.